Mein Name ist Fabu und ich bin Redakteur beim ZDF. Das ist mein Beruf, damit verdiene ich mein Geld. Und nebenher, privat, bin ich Podcaster. Und ich habe einen Podcast, der heißt Dumian. Das ist ein Kunstwort bestehend aus Domian und Doom. Und es ist ein Call-In-Format, in dem ich mich mit Menschen über spielerelevante Themen unterhalte, die ich im Vorfeld nicht kenne. Es ist halt, jemand kommt mit dem Thema, erzählt davon und wir sprechen darüber. Und ja, ganz einfach. Ich habe das Gefühl, dass bei Spielen sowas wie so Reflexion immer wichtiger wird. Einfach weil viele Themen in Spielen angesprochen werden, die weit über das hinausgehen, wie man es von früher vielleicht kennt, mit Ballern, irgendwelche Schlachten führen, sondern dass Geschichten erzählt werden, die zum Nachdenken anregen, und alles, was zum Nachdenken anregt, regt ja auch zum Reden an. Also dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass da der Austausch einfach immer wichtiger wird. Man muss ja sagen, wirklich schlimm ist hier ja gar nichts. Wenn Leute erzählen, dass sie in Spielen cheaten oder so, dann ist das eine Sache, die völlig normal ist. Ich versuche manchmal so ein paar Grenzen auszuloten. Ich habe zum Beispiel über Sadismus gesprochen. Sprich, wenn man versucht in Spielen so eine leichte sadistische Ader auszuleben, Menschen zu töten, Menschen zu foltern etc. Und das ist schon ganz interessant, wie da Grenzen überschritten werden digital. Das geht schon in eine Richtung, halt, da kann man mal drüber nachdenken.